Im letzten Jahr war ich 322 Tage unterwegs. Ich bin 350.000 Meilen geflogen. Zum Mond sind es 250.000. All die Dinge, die Sie wahrscheinlich am Reisen schrecklich finden, geben mir das wohlige Gefühl, zu Hause zu sein. Schön, Sie wiederzusehen, Mr. Bingham. Ich arbeite für eine Firma, die mich an Feiglinge verleiht, die nicht den Mut haben, selbst ihre Angestellten zu feuern. Und das aus gutem Grund. Tun Sie mir das nicht an! Leute machen verrückte Sachen, wenn sie rausgeschmissen werden. Die Schlüsselkarte, bitte. Die neue Kollegin ist großartig. Prädikatsexamen. Natalie Keener. Bringen Sie ihr bei, wo es lang geht. Ich bin kein Reiseleiter. Das ist das Boot. Das sind Sie. Wollen Sie im Boot sitzen? Ja, allein. Zeigen Sie ihr, wie der Hase läuft. Was? Folgen Sie mir. Niemals hinter alten Leuten anstellen. Die haben lauter Metall im Körper und scheinen nicht darüber nachzudenken, wie wenig Zeit ihnen noch bleibt. Bingo. Asiaten. Sie packen wenig ein, reisen effizient und tragen immer Slipper. Das ist toll. Das ist rassistisch. Ich bin wie meine Mutter. Ich denke in Schubladen. Das geht schneller. Sie müssen mir das mit den Meilen erklären. Worum geht's denn da? Ich will so viele Meilen abgreifen wie möglich. Was haben Sie zu bieten? So viel? Oder so viel? Ich will ja nicht angeben. Das ist ziemlich sexy. Macht Sie der Anblick einer VIP-Karte auch so scharf? Gute Idee, das mit dem Handtuchhalter. Schade, dass wir es nicht bis in den Schrank geschafft haben. Wir sollten das Ganze wiederholen. Was für eine Art Beziehung ist das denn? Kennen Sie den Moment, wenn Sie einem Menschen in die Augen schauen und spüren, dass er direkt in Ihre Seele blickt und die ganze Welt wird still? Ja. Gut, ich nicht. Du lebst so fürchterlich isoliert. Isoliert? Ich bin noch mittendrin. Sollten Sie mich nicht eigentlich aufmuntern? Ich bin ein Weckruf. Dies ist Ihre Wiedergeburt. Sie haben Ihr Leben so arrangiert, dass es unmöglich für Sie ist, irgendwelche menschlichen Bindungen zu haben. Sie bleiben jetzt hier, wie alle anderen auch. Ende der Reise. Wir gehen nach Hause. Du hast nie angerufen. Ich war nicht sicher, ob das so angebracht ist. Angebracht? Ich bin die Frau, um die du dir keine Gedanken machen musst. Wenn Sie mal drüber nachdenken, die schönsten Erinnerungen, die wichtigsten Augenblicke in Ihrem Leben. Waren Sie da allein? Es lebt sich viel besser in Gesellschaft. Ich weiß nicht, wie lange diese ganze Übung hier noch dauern soll. Nein, mach dir keine Sorgen, er ist viel zu alt.